bin jetzt, also ich habe gegessen, aber ich habe kein Hähnchen gegessen. Ich habe nur Pommes gegessen. Die sieht so aus. Haben schon meine Enkelin und ich haben schon ordentlich zugeschlagen. Das Hähnchen sieht jetzt so aus. Das wird dann sicher mein Sohn dann auch gleich essen. Wenn er kommt, den habe ich schon angerufen. Jetzt werde ich ein bisschen abwaschen. Oh, ihr seid aber fettig. Ich habe meinen Mantel verliert. Meine Ohren immer so fettig sind, ich weiß es nicht. Ja, und jetzt mache ich mal meinen Quark. Ich bin auch irgendwie nicht so richtig satt geworden. Mal gucken, ob ich noch irgendwas anderes essen könnte. Vielleicht ein Brot und ein bisschen Sucuk. Dann ist die auch weg. Da haben wir ja auch nicht mehr so viel von. Mal irgendwie bin ich nicht so wirklich satt. Ein bisschen Frischkäse noch. Dann mache ich noch mal ein Schwarzbrot. Mir ist auch kalt, muss ich sagen. Keine Ahnung wieso. Das ist das erste Mal eigentlich, dass ich hier friere und ich habe da schon richtig dicke Socken eigentlich an. Keine Ahnung. Jetzt wird mir hier auch noch kalt. So. Schwarzbrot. Obwohl ich eigentlich auch erstmal abwaschen könnte, weil ich bin eigentlich zum Abwaschen hergekommen. So. Ja, und hab ich noch mit meinen Kindern telefoniert. Den einen habe ich nicht erreicht. Meinen anderen Sohn habe ich erreicht. Meinen Mann habe ich erreicht. Also alles abgearbeitet. Der ist gerade von der Arbeit gekommen. Und will jetzt duschen gehen. Und fährt zu seinem Freund. Der Geburtstag hatte und dann wollte er spontan ihn besuchen. Denkt mal, dass er dann auch da bleiben wird. Genau. So. Ja, das Auto von meinem Sohn ist fertig. Ich habe gerade mit ihm gesprochen. Da fährt er jetzt hin und holt das ab. Und dann gucken wir mal weiter, wann er dann kommt. Ich würde gerne Der gucken, diese Serie, die neu rausgekommen ist. Aber ich dachte mir, ich gucke das mit meinem Sohn vielleicht zusammen. Gestern ist nämlich eine neue Folge rausgekommen. Einmal abwaschen. Dann setze ich mich unter die Decke. Vielleicht fange ich schon der Haar an, weil mein Sohn kommt bestimmt spät und dann guckt er das wieder alleine. Der hat nämlich Kutte Kanne letztes Mal auch alleine geguckt. Ich könnte auch Kutte Kanne gucken. Die Serie. Überlege ich mir gerade nochmal. Waschen wir mal eben ab hier. Mal alles leer machen, weil habe ich keinen Platz. Dann muss ich auch noch mal eben zu decken. Wenn die auch schlafen gehen. Ja, wie wird
Mühe, ne? Ich mache euch gleich ein bisschen. Heute habe ich leider nur noch Kürbisse. Ich muss mal eben gucken, wie lange die haltbar sind. Dann brauche ich meine Brille wieder für. Moment, ich komme gleich. Und die Brille zeigt mir an, dass es haltbar ist bis 25. Okay. Das heißt, das können wir einmal benutzen. Für meinen Quark. So. Und den Joghurt mache ich da auch mit rein von gestern. Ein bisschen hatte ich noch. Konnte ich nicht aufessen gestern. Oh, das ist aber nicht mehr so lecker, ne? Naja, schaue ich mal. Ich das noch essen soll. I don't know. Essen mit dem Quark. Na. Die sind ja alle groß. Deswegen alle werde ich wahrscheinlich gar nicht benutzen. Reicht eigentlich auch schon ein vielleicht noch. Also mal gucken, wir eine Tupperdose haben hier. Eigentlich schon, ne? Aber ich tue das mal in so eine Schüssel jetzt. Ich esse erstmal auf und dann schütte ich das gleich um, wenn ich fertig bin. Ich schütte das erstmal in den Kühlschrank. Die Pfanne macht das gleich mit.
es denn noch ist. Vielleicht nachher. Gut, jetzt werde ich das erstmal das Brot essen und dann den Nachtisch. Ihnen wunderschönen guten Morgen. Ja, oh mein Gott, es ist neblig heute. Da habe ich noch gar nicht hingeguckt. Ich mache die Türen auf. Überall lüftig, ohne direkt nach draußen zu gucken. Oh, ich habe alles aufgemacht, alles gelüftet. Hier hat mir schon mein Frühstück dahingestellt. Aber ich habe noch nicht nach draußen geguckt, das ist ja wohl nicht wahr. Ne? Das ist so typisch ich. Bin immer so in meinem Modus, erstmal alles schnell erledigen, was erledigt werden muss. Und dann geht's weiter. Guck mal, was ich hier, warte mal, irgendwo war das hier oder da. Irgendwo habe ich mich gestern mit der Chipstüte geschnitten. Ich glaube, es war, irgendwo ist das hier. Da muss irgendwie so ein kleines, hier? I don't know. Jedenfalls habe ich die Chipstüte für die Hähnchen Steaks, die wir ja braten wollten, paniert. Aus dem Regal genommen und den habe ich, ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, ne? Ich habe mich mit der Tüte, die ist irgendwie an mein Gesicht gekommen, keine Ahnung. Wahrscheinlich wollte ich wieder irgendwie irgendwas suchen, tippe ich da mit der Chipstüte ran. Ich hatte aber auch den Arm voll mit Sachen. Wahrscheinlich wollte ich das irgendwie in meinen Arm stopfen. Oh nee, ne? Wie kann man sich denn an einer Chipstüte schneiden, bitteschön. Ja, heute ist zwar sonnig, aber guck mal, die Sonne kommt da raus. Ja, das meine ich, ne? Guck mal, die Vögel, die so in Schwärmen hier herumfliegen, das ist wirklich richtig schön. Es ist neblig heute, ne? Und auch relativ kühl noch, aber ich glaube, es hätte Potenzial, wärmer zu werden. Müsste so 8 Uhr sein oder so. Ich weiß es nicht genau. Ja, Janet muss man jetzt später zur Schule, weil kommt auch früher zurück, weil die hat Projektwoche. Habe ich, glaube ich, gestern schon erzählt. Jo, und ansonsten weiß ich nicht, wer da gegessen hat. Wahrscheinlich mein Sohn heute Morgen. Ich weiß es nicht. Und den Abwasch, den machen wir gleich auch mal weg. Das können wir eigentlich mal sofort machen. Ich habe nämlich eben die Tiere aufnehmen müssen, weil ich hatte nichts mehr an Material. Also ich habe natürlich noch Kangal-Videos auf Vorrat. Die stelle ich euch ja immer morgens rein. Aber dann nehme ich sie auch immer mit unseren Kameras auf und stelle das rein. Denn ja, ich gucke ja sowieso andauernd, was die machen. Ne? Ich bin ja eigentlich den ganzen Tag oder fast sehr oft da drüben und gucke, was meine Hunde machen und was die Familie macht, die jetzt da ist und so. Und dann kann ich das ja auch aufnehmen. Ne? Und mache jetzt immer gern so die Bildschirmaufnahmen. Manchmal schneide ich sie auch zurecht, dann nehme ich so mehrere Kameraeinstellungen und packe die rein. Und dann könnt ihr das ja auch mit angucken. Und dann muss ich auch auf die Wellensittiche aufnehmen, weil ich habe ja keine Videos mehr auf Vorrat. Und dann haben wir jetzt hier Ersatzvögel, die Wellensittiche. Und die hatte ich auch nicht mehr aufgenommen, muss ich auch noch mal eben machen. Und die haben auch schön gesungen eben bei der Aufnahme. Ja, aber jetzt würde ich einmal frühstücken wollen. Wir machen das mal eben weg hier. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Beinfreiheit. Und ja, jetzt sind alle weg. Sohn ist natürlich schon länger weg. Aber die Kleine, wie gesagt, ist eben erst raus. Und wenn alle weg sind, dann habe ich immer Zeit auch mal. Zeit habe ich ja immer, aber die Muße, würde ich sagen, zu drehen. Dann sind wir alle weg. Wieso passt denn das heute hier alles nicht rein? Oh, oh. Immer mit der Ruhe. So, bei Pfannen lasse ich jetzt mal hier stehen, das macht zu viel Krach. Das
jetzt schon einmal der Raum weg. Vorsichtig, mein Stativ steht da. Die Teller stehen auch alle verkehrt, ne? Machen wir auch gleich. Und dann habe ich das Brett nicht richtig sauber bekommen. Hier ist es echt total eng alles und das Fett hier ist eingebrannt. Da muss ich mal so ein bisschen vielleicht, weiß ich nicht, mit einem Schrubbmittel ran oder so, oder mit so einem Fettlöser, ich weiß nicht. Schrubben kannst du ja nicht, dann geht dir die Schicht ab, die Schutzschicht. So. Und dann frühstücke ich einmal. Unsere Serie haben wir gestern Abend nicht zu Ende. Also ich, mein Sohn wahrscheinlich schon, aber ich nicht. Ich bin irgendwann ins Bett. Ich war echt müde wieder. Ich glaube, ich bin um 11 oder so ins Bett, nachdem ich dann die ganzen Videos geschnitten hatte. Das habe ich gestern gemacht. Passt da jetzt rein, ne? Und habe ich gestern geschafft beim Schauen meiner türkischen DH-Serie. Die gucken wir jetzt immer. So, das reicht, das war wieder Bokashi Kylian zu morgen. So. Gucken wir ja immer zusammen. Wir haben gestern Abend richtig schön zusammen hier gesessen. Mein Sohn kam aber relativ spät, weil er ja das Auto abgeholt hat. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe dann gar nicht mehr berichtet. Ich glaube, er kam um 8 oder so und dann hat er erzählt, dass das Auto fertig ist und eins der Reifen wurde, nee, Reifen, alle Reifen, ich weiß nicht, Reifen wurden jedenfalls auch noch gewechselt, ob alle oder nur eins, I don't know. Ja, und dann haben wir uns nochmal gegessen, wir haben unseren Essenwagen gemacht und dann haben wir uns die Serie angeguckt. Der Herr, ich hatte ja schon angefangen, er hat dann nochmal von vorne natürlich angefangen. Der Herr ist ja diese neue Serie mit dem alten Schauspieler. Ich komme auf seinen Namen nicht. Den gucken wir eigentlich ganz gerne, weil ich finde, das ist ein richtig guter Schauspieler. Und der hat auch was. Also ich finde ja Schauspieler, manche finde ich langweilig. Zum Beispiel die bei Kötükan. Ja, für alle Türken unter euch. Tut mir leid, es wird jetzt sehr türkenlastig hier. Kötükan, da finde ich den Schauspieler nicht gut. Also ich mag den nicht. Obwohl, meine Familie mag den sehr gerne, aber ich mag ihn nicht. Ich finde, der hat keine Ausstrahlung. Und manche Schauspieler, die haben halt Ausstrahlung, finde ich. Und das sieht man dann aber auch immer anders. Also ich finde manche Schauspieler gut, die andere wieder nicht gut finden. Also insofern, da streiten sich die Geister. Deswegen mag ich Kötükan nicht so gerne, weil ich finde, da ist der Schauspieler falsch gewählt. Also naja, ist aber jedem so seine eigene Meinung. Und diesen mag ich halt gerne, sonst würde ich mir die Serie, glaube ich, auch nicht angucken. Der Herr ist mal ganz interessant, ist im Moment noch eher so Familiendrama, würde ich das bezeichnen, aber es geht jetzt nicht, also ist auch ein bisschen Mafia mit dabei, ja, aber eher geht es um die Familie und das mag ich aber nicht so gern, ne? Also wenn es jetzt gar nicht so ins Krimiartige geht sozusagen, sondern immer nur so Familien bleibt, das finde ich nicht so gut. Aber naja, der Schauspiel ist auf jeden Fall toll und wir gucken das deswegen eigentlich, glaube ich, alle nur. Und da hatte ich schon angefangen, ich glaube, eine halbe Stunde habe ich geguckt. Dann haben wir nochmal zusammen nochmal eine halbe Stunde geschaut und Schokolade genascht. Und dann, er trinkt ja auch immer Tee, aber da hat er sich selbst eingemacht gestern Abend. Ja, und dann bin ich auch ins Bett und bin auch relativ schnell eingeschlafen. Die Videos waren ja auch alle schon soweit fertig. Ja, und jetzt habe ich mir hier mein Frühstück gemacht und werde aber erstmal noch mal ganz schnell die Tiervideos einstellen müssen, die ich gedreht habe eben, weil das habe ich noch nicht gemacht. Ich hatte ja keine mehr, wie gesagt. Und was mache ich heute eigentlich? I don't know, wirklich, weil ich hätte Lust, nach Bergedorf zu gehen, aber ich weiß, meine Füße tun auch so, wie diese Schuhe sind einfach nicht optimal. Ich glaube, ich bin fast geneigt, mir die Weißen wieder zu holen. Die sind aber im Dorf, die habe ich schon ins Dorf gebracht, also mit denen ich hier nach Deutschland gekommen bin. Aber bei dem Wetter ist das schon echt doof, weil die dreckig werden. Naja, aber ich kann da gut drauf laufen und auf denen kann ich gar nicht laufen. Ne? Also muss ich wahrscheinlich umzwitschen und mir die nochmal holen. Vielleicht fahren wir am Wochenende aufs Dorf. Allah, Isin will. Ich denke mal, das würde ich gerne mal machen. Vielleicht kriege ich auch einen meiner Söhne dazu, dass er mich fährt. Vielleicht nochmal in der Woche, damit ich da... Naja, ich kann ja so ein, zwei Tage bleiben, ist ja nicht so wild. Aber dafür müsste ich auch erstmal wieder zu meinem Mann, weil der hat die Schlüssel. Ich habe die Dorfschlüssel gar nicht mehr.
Ja, so einige Problematiken, die ich da jetzt am Brainstormen bin, obwohl ich für auch niemanden aufs Dorf sind, das ist halt weit, ne? Über 100 Kilometer und ja, naja, gut. Und dementsprechend weiß ich noch gar nicht, was ich heute machen soll. Mir wird schon was einfallen, weil putzen muss ich auf jeden Fall oder würde ich gerne machen. Und zwar nochmal einmal überall die Fenster. Ne? Die stehen hier ja, die Vögel habe ich so ein bisschen verschoben. I'm sorry, aber nur so ein bisschen, ja? Ja, ein bisschen. Weil sonst filme ich gegen das Licht und das sieht damit dumm aus. Dann sieht man die Vögel nur grau und grau. Und die Badezimmer wollte ich putzen, das habe ich gestern auch nicht gemacht. Ja, irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Bin gestern wieder so meiner Zeit hinterhergelaufen. Vielleicht schaffe ich das heute. Also putzen ja schon nochmal optimal. Gut, aber ich würde sagen, diesen Vlog beenden wir jetzt einmal. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Und bis gleich, inshallah, oder für euch bis morgen. Tschüss!